So Leute, ich wünsche einen schönen Samstagabend, damit ein schönes Wochenende und es ist eine Samstagsfolge von Let's Play Mafia Definitive Edition und das heißt natürlich, ich werde mich erstmal gleich auf die andere Seite begeben. Wir haben in der letzten Folge da aufgehört, wo wir gerade das Intro zu der Mission gekriegt haben, die uns heute erwartet. Nämlich, das ist eine astreine geile Sniper-Mission, Leute. Ich will aber nicht zu viel verraten. Ich begebe mich jetzt auf die andere Seite und dann sehen wir uns gleich im Spiel, Leute. Viel Spaß. So, Leute, auf der anderen Seite angekommen, würde ich sagen, ich starte die 30 Minuten und ab geht's. Ja genau, also wir sind direkt im Game drin, dass wir halt also nicht in der Sequenz starten, weil die Sequenz haben wir in der letzten Folge gesehen und ich kann natürlich nicht sprinten. Macht nichts, wenn es schnell geht, ne? Vinny! Hey Tommy. Boss said you got something for me. I got a shipment in from a guy at Fort Stanmore. Now, Salieri wants this to run like clockwork, so no heat till the guy's head bursts. I hit little Tony, stash one of these, where you need it. So, up high in the old prison? Yeah. Family's got a lot of history in that place. Hoods who live there now ain't so classy. So watch yourself. Little Tony locked the rifle up tight in a room with a view, up on the top floor. Sick of that politician shit in the papers, Tommy. We own this town now. Right between the eyes, huh? Alles klar. So, also, wir sollen... Soll ich die jetzt mitnehmen? Nein. Die haben eine da versteckt. Also, wir sollen zu einem alten Gefängnis. Da wohnen jetzt, glaube ich, irgendwelche Obdachlosen drin oder so. Also, keine lieben Obdachlosen, ne? Die wollen mir halt schon was. Die müssen wir beseitigen. Und dann... ja, uns eben auf dem Turm platzieren. Wieso habe ich hinten kein Auto mitgenommen, Alter? Das ist halt, ich bin gerade richtig im Dichtwerden drin und deswegen gerade so krass. Ach, hier steht keins Auto. Vielleicht habe ich deswegen kein mitgenommen. Fängt gut los, die Folge. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich kein Auto gekriegt habe. Nehme ich mir jetzt die schöne blaue Karre hier. Halt die Schnauze. Raus da. Das ist jetzt mein Auto, der Houston. Houston, wir haben ein Problem. Werde ich hoffentlich nicht sagen müssen. Okay, ich kann hier links lang. Gerade hat er noch Wänden angezeigt. Radio aus. Oh, da steht ein Moped, ey. Ey, da fährt ein Moped. Kann ich da richtig schön GTA-mäßig anhalten? Bleib mal stehen, Junge. Sorry. Bleib trotzdem stehen. Kein Grund wegzufahren. Schmeiß mich nicht runter. Ich musste kurz zurücksetzen. Ich hatte Angst, dass der mich runterschmeißt. So, schön mit dem Moped. Ich hab Leck. Okay, war krasser Leck gerade. Und meine Kontaktlinsen spacken rum, also bitte don't mind, wenn ich hier sitze und die ganze Zeit so ein bisschen zwinker. Geht schon ab, Motorrad, aber ich glaube, es gibt nur eins. Ich glaube, es gibt nur das Motorrad, oder? Diese Haverly, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Das ist ja so ein Punkt, den man generell bei Mafia bemängeln kann. So die Waffen- und Autovielfalt. Aber wir sind da, deswegen höre ich mal auf zu labern. Habe ich denn jetzt überhaupt eine Waffe? Ja, okay, ich habe eine Waffe. So, wir müssen uns jetzt hier einen Weg finden. Oh, das ist eine geile Mission, Leute. Ich freue mich ein bisschen, aber ich bin ein bisschen nervös, dass ich das nicht schaffe in dem Zustand. Gehen wir hier hoch, gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier rein. Da ist jemand. Soll ich jetzt mit dem reden oder was? Wartet der da? Hey, fella. Komm over. Was ist los? You with Tony? Yeah. Your friend said you wanted the guard tower.
bade me to mark the way with this sign. Folks go through the sewer. Only way in. Then just keep heading up. Das heißt, Folge der Penner-Markierung. Ja, seid ruhig, Leute. Knorri. Wird gerade zum Horrorspiel. Was klatscht denn hier immer so? Okay. Das sind also die, die ich abknallen muss. War da hinten einer? Ich glaube schon, ne? Also, keine Ahnung. Was hat der für eine Knarre gehabt? Gar keine, oder was? Ich sehe nicht so viel. Ah, hier. Ja. Hier geht's hoch. Bück dich mal wieder, lieber. Ist denn nie, was hier so ist? Alter, wozu hat sich denn dieses Gefängnis entwickelt, ey? Why can't you people just leave us be? Okay, zwischendurch kann man halt mit auch mit denen reden, dann sind die Penner nett. This is our home. Junge, du kannst doch hier wohnen bleiben. Guck mal, wie schön du das hier hast. Ich will doch nur einen umlegen von deinem Turm aus. Soll ich dich jetzt erschießen, oder was? Renn lieber weg, ey. Ach, hat er jetzt mich gemeint mit Someone's Coming Through? Haben wir hier einen Schalter? Hier ist auch Heilung, falls ich es brauche. Muss ich dich erschießen oder machst du nichts? Ich glaube, du machst nichts. Ich glaube, du bist schlau. Ach, der da? Ich glaube, da ist auch kein Gegner. Das war ein bisschen unheimlich, als ich die jetzt gerade gesehen habe. Gut, die steht da halt einfach ganz easy vor der... Achso, okay, die will mit mir reden, dann macht es ein bisschen Sinn. Bin keiner von den Feds. Folge der Markierung zum Wachturm. Könnt ihr mir die vielleicht nochmal extra auf der Karte markieren? Das sind diese komischen grünen Zeichen, glaube ich. Da, genau. Da haben wir Zeichen. Es wird ein bisschen creepy mit dir. David ist nicht hier. Schießen die? Nein. Ist aber geil gemacht, ne? Also ist auch mal eine ganz nette Abwechslung. Der schießt. Ich hab den Kopf wieder nicht. Der hat auch keine Waffe gehabt. Muss ich die töten? Alter, ich kann doch nicht unbewaffnete Leute einfach tot schießen. Ah, komm, ich bin Mafiosi, geht. Bis zum Gegner. Oh, da. Ich weiß nicht mehr, wie ich schlage. Ich weiß nicht mehr, wie ich schlage. Ich weiß nicht mehr, wie ich schlage. Ich weiß immer noch nicht, wie ich schlage. Muss ich extra die Waffe dafür wegstecken? Ach, sorry, mein Fehler. Es war doch B. Ich dachte, es wäre RT und konnte ich ja nicht drücken wegen Waffe. Du auch noch? Wieso sind die anderen nicht so schön stillstehen geblieben? Also Wachturm heißt für mich hoch. Das heißt, wir müssen hoch. Also gehen wir hoch. Da war gerade ein Loch in der Wand. Auch etwas skurril aus. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ah, also hier ist grün. Guck mal. Man kommt irgendwie nicht klar, dass... über Objekte rübergehen auf Y ist, also Dreieck. Das ist irgendwie ganz anders. Ich kenn's ja, also Assassin's Creed ist halt X. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Ne, Quatsch. Ah.
Und wieder hänge ich da fest. Sales. Auch mal umgeklappt den Schalter, ja. Wenn wir clever sind, machen wir alle Tore auf, damit wir alle rauskommen lassen, wer auch immer da drin sein mag. Ich will dich nicht rauswerfen, Junge, aber du könntest mir auch mal ein bisschen helfen. Wie kommt man zu deinem scheiß Wachturm? Heilung wäre auch mal nicht schlecht, da ich gerade den Nahkampf so verkackt habe. Wie bestellt. War ich jetzt da falsch? Aber hier ist grün. Es tut mir leid, Leute. Ich bin mir halt jetzt gerade echt nicht sicher, ob hier nicht noch irgendwie was war. Ja, hier war man nämlich gerade nicht. Okay. So, Trebi. Tommy hat auf jeden Fall Ausdauer. Auch wenn man mit dem die ganze Zeit sprintet, keine Möglichkeit zu sehen. Kann man gut mitarbeiten. Und ich glaube, wir sind da. Glaube ich. Ja. Hier kann er natürlich wieder nicht rennen. Na gut, irgendwo verständlich. Und jetzt zücken wir unser schönes Gewehr. Beziehungsweise nehmen es erstmal. Soll ich den aussprechen lassen? Während? Ich weiß nicht mehr. Warte mal, ist nach unten. Ist auch eine komische Belegung, ne? Während? Ich komme aus dem Gefängnis. Ja, jetzt könnte es ein bisschen heftig werden. Glaube ich. Jetzt kann ich sprinten. Junge! Oh Gott. Oh Gott. Shit happens. Fast tot. Shit happens. Ich hoffe, du hast die Knarre noch. Nice. Ich gehe überall lang. Nur nicht da, wo ich hin muss. Dieser Alarm klingt einfach wie, ehrlich jetzt, ein jaulender Hund oder so, eine Katze oder so. Die Dinger, also das, ich weiß gar nicht, was das immer für Items sind, die findet man halt auch mal zwischendurch. Oh nein, ich glaube, das sind die Cops. Fragezeichen. Oh, das sind die Cops. Und sie mal versuchen still zu holen, weil wir haben nichts. Ich hätte halt echt gerne Heilung. Ich muss schießen, ey. Da vorne ist irgendwo Heilung. Ja. Nice. Auf den umlegen oder ist er offen? Nein, ne? Hier genommen. Nice. Ahem.
Das sieht gut aus. Können links oder rechts lang? Komm, wir gehen mal links lang. Haben die jetzt völlig in die falsche Richtung gezielt? Ich glaube schon. Okay, ich muss auch nicht hier lang. Das wäre auch zu einfach gewesen. Der guckt weg, ne? Ja, der guckt weg. Jetzt nicht mehr. Come on, Alter! Oh, geil! Scheiße. Scheiße. Da war noch einer. Oh, fuck, shit, scheiße. Da kommt noch einer. Der trifft mich nicht so, deshalb ist er egal. Aber der eine kommt auch nicht raus. Der eine kommt auch nicht raus. Oh, der ist jetzt da. Warte. Ich hab nichts mehr. Na, scheiße. Ah, Mann. Okay, wir müssen hier wieder anfangen. Diesmal drehst du dich nicht um. Ach ja. Da war ja was. Ich miss den Schock. Junge, was ist los? Okay. Sieht ein bisschen schlecht aus. Ach komm, Alter, das war ein Headshot. Alter, ich bin richtig am Kämpfen. Ich kann nicht hoch, wenn beide schießen. Der war stark. Heilung, Heilung, Heilung. Bitte Heilung, bitte Heilung. Erst bevor er mit Gegner kommt. Puh. Ich brauche ein paar Muni, Leute. Ich brauche Muni. Und die Schrotflinte auf jeden Fall, weil das ist Close Combat. Na, war das denn? Ah, scheiß drauf. Komm, das reicht, das reicht. Ich hoffe, es reicht. Oh Gott. Wir gehen raus. Ich glaube, er würde mich sogar treffen, da wo ich gerade in Deckung war. Nicer Shot, ey. Der geht nicht unbedingt auf meine Kappe. Das war Zielhilfe. Junge. Der war so wichtig. Eine Sekunde länger der geschossen, ich wäre tot gewesen. Er hätte Shotgun, wahrscheinlich One-Shot, ey. Sein, geh wieder raus. Das war vielleicht nicht so schlau, da einfach so rauszugehen. Ich musste den wegmachen, weil ich in die Richtung raus musste. Ey. Shotgun, ey. Aber ich habe keine Heilung mehr, glaube ich. Hier ist Heilung. Irgendwo. Hier.
hier drin, glaube ich. Also, Razzia, sag ich mal. Was ist hier los? Der ist einfach nur verwundet gewesen. Bitte lass mich. Steig ein, steig einfach ein, steig einfach ein. Steig bitte schneller ein, steig bitte schneller ein, steig bitte schneller. Ich werde auf jeden Fall getroffen. 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 Alter! Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und ich habe eine verfluchte Polizeikarre, als ob ich damit danach nicht gesucht werde. Das war schlecht. Aber es könnte reichen. Auf jeden Fall ein anderes Auto danach. Wir stellen die mal ganz dezent hier ab. Fällt ihr auf? Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ja, an alle, die hier rumlaufen. Ihr seht nichts. Du auch nicht. Besonders du nicht. Ich will kein Taxi, Mann. Ich will auch nicht wieder in ein Taxi steigen. So, du bleibst jetzt stehen. Schnauze. Alter, was für eine geile Mission. Das hat schon wieder richtig Bock gemacht. Da war irgendwie richtig nervenkitzig, fand ich. Weiß nicht, wie es für euch war. So, Leute, wir sind da. Ich habe definitiv gerade einen Schritt reingemacht, weil ich einfach mal gerade bestimmt 5 Minuten nichts gesagt habe, gefühlt. So, hier sind wir zu Hause. Guck mal, ich wusste einfach gar nicht, wo unser Charakter, der Tommy, wohnt. Schicke Bude, Junge. Moin, Sarah. Did you hear about this Turnbull? Heard he was crooked as the day is long. Says in the paper he's going to be remembered for fighting to pass the 19th Amendment. Put his whole career on the line for it. Which one was that again? Woman's suffrage, you idiot. He gave me the right to vote, Tom. Gave it to his wife and 6 daughters, too. Guess nobody's just one thing, are they? Guess not. I gotta go to work. Tom. Don't do nothing you don't want to be remembered for, you hear me? Probably too late for that. Kapitel abgeschlossen, Wahlkampf. Weiter. Einfach zum Entspannen, das wäre doch mal was. Excellent. Yeah, it's great, boss. And this is just a taste. I got a line on a whole shipment of Cameroons that have been impounded by customs. You guys are going to grab them. You want us to boost cigars? Something wrong with that? Klingt nur entspannend. Customers in our nightclubs are paid through the nose for quality cigars. Still, it seems, I don't know, small time. I just knew you were a smart one, Tom. Can't put nothing past you. Small time is exactly right. That's how it's supposed to look anyhow. The cigars are just a cover for a shipment of hot ice. The smuggled diamonds have been hidden in some of the boxes. The feds haven't found them yet. We're stealing diamonds from the feds? Don't worry about it. I've already discussed all the details with Sam here. He'll fill you in.
Now, I got a meeting with the mayor at his favorite gentleman's club. Work out the details together. But I want those cigars back here before anyone catches on to the real loot. You got it? Sure, boss. Great. And don't drink all the good stuff while I'm gone. You know about this? Boss and I worked it out last night. We got a plan. Now, I'm not saying it's a good plan, but it won't get us killed. Probably. So what, then? We got a guy on the inside or something? No. We gotta do this on our own. And it'll be rough. Cigars are packed in crates at the harbor. Shit. The place will be crawling with security. Yeah. Brute force won't work. Gotta play this one cool. So we're gonna steal a customs truck. Slip right in. Christ. I'm gonna kill the poor bastard driver. No. We'll just scare him a bit. All we need is his paperwork. Right. We don't need the hassle of dumping a body. Come on. See if we can get eyes on a customs truck down by the docks. You all right, Tom? Yeah. Just trying to figure out the angle is up. What's there to figure? Boss says a job needs doing, we're doing it. Just seems like a lot to put on the line. Even for some diamonds. The feds pinch us. We could do serious time. Then let's make sure we don't get caught. Right? Yeah. Das ist zum Beispiel eine Mission, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Könnte sein, wenn es halt passiert, dass ich dann ein bisschen Flashback kriege, aber jetzt, ehrlich gesagt, gar nichts. Wir sollen eigentlich einem Zigarrendeal beiwohnen, der aber wieder eigentlich in Diamantendeal ist, oder beziehungsweise wo Diamanten irgendwie geschmuggelt werden. Und dafür klauen wir uns jetzt erstmal einen Zolllaster, das macht er automatisch diesmal. Mit dem wir dann zum Hafen fahren. Und warum macht er das automatisch? What the fuck? Would you relax? You're making me nervous playing around with your piece like that. Sorry. Just got a lot on my mind as well. That show. I'd have figured there wasn't enough room up there. Go ahead and laugh, assholes. You guys are done. I don't even think I got plans. But you're wrong. Yeah, big plans. Yeah. Spill it then. What are you working on? Nein! Been thinking about hitting up a savings and loan downtown. You want to rob a bank? Sure. I've been casing the place for months. I got it all worked out. I just need a few guys I can count on to watch my back. Robbing a bank, that's a little out of our league. We're robbing the fucking feds, ain't we? What's the difference? Well, Salieri's the goddamn difference, you nitwit. The Don sent us to steal these cigars. There ain't no way he sanctions a bank job. Well, then we don't tell him. You want to step out on the Don? No. Not really. We can cut him in after we make the score. He'll be bent, sure. But he won't stay mad once he gets his share. I don't know, Paul. Yeah, I fucking know. You do what you want. I won't say nothing. Yeah, I owe you that much. But Salieri? Well, he finds out you're going behind his back, you'll be planted right next to Morello. You ask me, there ain't no haul worth that. He's right, Polly. You bring it to the Don, or let it go. Yeah. Just get to daydreaming, you know? Wake up. We're here. Tom, you take the car. Find a customs truck and meet us near the impound. Me and Polly, we'll go get the rest of the gear. Right.
You got your head together. Yeah. Sober as a priest. That's what I'm afraid of. Hey, quit busting my balls. I'm good. Boah, Leute, ich liebe den Scheiß so, so ein Story-Game. Ich finde das halt so geil. Ist halt auch ein geiles Story-Game, muss man sagen. So, Leute, und ich würde sagen, hier mache ich wieder einen Cut. Ich will die Folge nicht deutlich über 30 Minuten ziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns genau hier Montag dann wieder. Aber in diesem Fall gehen wir mal hin und machen einfach mal katermäßig eine weitere Folge auf der anderen Seite, Leute. Bis dann.